Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Ich bin's, der Black, und ich ziele mal einfach auf den Railroad-Agenten. Das war nicht mein Plan. Ich wollte eigentlich eine Stunde, dann ist meine Schicht zu Ende. Einmal ein Stimpack nehmen. Und ich wollte jetzt rausgehen, denn wir haben zwei neue Aufgaben von der Railroad bekommen. Die Wichtigkeit von Bunker Hill und unserem dortigen Agenten ist weithin unbekannt. Natürlich. Sorgt dafür, dass es so bleibt. Ja, auf jeden Fall. So, achso, hier hinten ist ja die Pam, oder wie sie hieß. Deacons Quote ist die beste. Von ihm könntest du viel lernen. Das macht nichts. So, ich gehe mal wieder hier. Ja. Verdammt, wo ging's denn jetzt raus? Hier hinten, da hinten, da ist der Ausgang. Wenn man Sins aus dem Commonwealth schleust, können Ödländer ein noch größeres Problem als das Institut. Ja, das habe ich mitgekriegt. Diese blöden Raider, die wollen aber auch alles kaputt machen. Jeden töten, selbst Leute, die gar nicht am Leben sind. Fies. So, wir gehen erstmal raus. Sobald wir dann draußen sind, werden wir netterweise nett sein. Und so. Und überhaupt. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Dann werden wir uns um die nächsten Aufgaben kümmern, ob es jetzt eine Railroad-Aufgabe ist oder eventuell mal wir was verteidigen. Ich nehme mir einfach wie immer das nächste vor, den nächsten Quest-Eintrag, der uns bei uns in der Nähe ist. Wie immer. So, einmal Tür rauf, Tür zu. Hier sind wir schon mal. Da steht noch die Power-Rüstung. Und raus in die Freiheit. North End. Und da sind wir auch schon. Und jetzt schauen wir mal auf die Karte. Mal gucken, was uns denn so anliegt. Also wir haben hier oben bei der Finch Farm haben wir was zu tun. Das ist wohl auch das nächste. Was blinkt hier? Gelehrte Halen. Oberland Station wird angegriffen. Habe ich die Dinger noch gar nicht aktiviert? Inventar. Quatsch, starten. Das. So, nochmal Karte. Hier unten, Hesters Haushaltsroboter, da waren wir schon drin, dann müssen wir was machen. Und hier drüben, dringend ins Versteck des Mechanisten, achso, der ist ja auch noch ganz in der Nähe. Ja, wir haben noch einiges zu tun, ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung, wo ich jetzt gerade bin. Ich weiß nicht, wo wir da rauskommen, es könnte das Mechanistenversteck sein. Ja, es wird das von Mechanistenversteck sein, das lasse ich aber erstmal, da würde ich gerne Ada mitnehmen. Deshalb nehmen wir uns, hier unten, genau, Baumila auf. Wir bauen Mila auf. So, dieses Verteidigungssystem. Zeit zum Sterben. Oh oh. Ich will dich nicht nervös machen, aber ich glaube, wir sind nicht allein. Ach nee. Bevor ich dich getroffen habe, gab es manchmal tagelang kein Massaker. Das kenne ich gar nicht. So, Kronkorken, den Molly. Ach komm, wir nehmen den mal mit. So, und laufen weiter. Bin ich denn noch in die richtige Richtung? Ja, fast. Da lang muss ich. Okay. Aber das kriegen wir hin. Wir können ja mal wieder klein wenig Musik machen. Kommt keine Musik. Hier die neuesten Nachrichten über das, was sich so im Commonwealth abspielt, Leute. Wird wahrscheinlich wieder keine neue Nachricht sein. Als letztes wurden sie dabei gesehen, wie sie Fort Strong gesäubert haben und zuletzt ein paar echt fiese Supermutanten niedergelassen hatten. Bin mir nicht sicher, ob sie vorhaben, das Fort zu übernehmen oder einfach nur die Nachbarn beseitigen wollten. So, nochmal, komm, los! Was auch immer ihre Motivation war, wir sind uns wohl alle einig, dass ein paar Supermutanten weniger in der Gegend nie schaden kann. Glaubt man Billy Holiday, dann fühlt es sich... Verdammt, die weiche ich doch mal aus! Ich hasse die Viecher. Hey. Hier kommt Crazy Hikoski. Ich hab das gehört. Ah, jetzt auch noch die. Und vor allem hier ist so viel Radioaktivität, das ist voll fies. Toter Mistkerl. Ja. Wir sind noch länger. Nein, kein Wasser. Nein, Wasser, geh sonst auf! Oh, Mensch. Ich wollte hier nur die... Nee, da will ich gar nichts haben. Mist. Wir gehen weiter. Beeilen wir uns. Ja, komm, los, komm, hier drüben. Hier ist nicht mehr ganz so radioaktiv. Radioaktiv. Was war das? Das war ich. Wir werden weiterkämpfen. Weg ist er. Zeit ist abgelaufen. Jetzt wird gekämpft.
Wirklich? Na, mit dir unterwegs. Meine Fresse, das war ja. Ja, auf jeden Fall nicht. So, wir haben hier ganz schön zu tun. Mal wieder. Wo ist denn der Typ? Tot? Tot und weg. Naja, na gut, dann ist es halt so. Ah, hier hinten haben wir ja auch noch ein paar. So, Mr. Handy, Zermalma. Aha, hier sind wieder ein paar Robos unterwegs. 38 nehme ich gerne mit. Ich habe was gehört. Tut mir leid. Hättest weglaufen sollen. Fast entkommen. So, hallo Junge. Jetzt rennt er mal nicht so weg. Hallo. So, hier liegt ganz schön was rum. Fusionszelle, Mr. Handy Summenklinge. Hoffentlich bleiben sie weg. Ja, das hoffe ich auch. Ganz persönlich. Ich will ja nur weiterlaufen und also werde hier permanent So, okay. Ah. Sehen wir, ob noch was Nützliches da ist. So, Mr. Handy, eine Leuchtfackel. Oh, Leuchtfackel nehme ich mit. Aber ich glaube, da bist du ja. Okay, zumindest den Schützturm haben wir schon mal ausgeschalten. Jetzt kann schon was los. Meine Fresse. Wo bin ich hier nur wieder hingeraten? Right away. Na, die Handschellen brauche ich jetzt nicht. Ach, das ist die Kin. Okay, okay. Ja. Wir arbeiten mit einem Leichenhaus zusammen. Könnte funktionieren, oder? Eine gute Idee. Und mal ein paar andere Sprüche mal wieder. Das ist auch mal schön. Nicht immer nur derselbe Mist. Ja, hier. Also der Spruch hat mir gefallen. Wir würden auf jeden Fall alle fettreich werden, wenn wir mit einem Leichenhaus zusammenarbeiten. Ja. Einfach nur durch die Straßen gehen und schon sind wir reich. Das wäre doch schön. Ich sollte mal vielleicht was essen. Inventar. Hilfsmittel. Okay. Müsste reichen. Right away. Naja, ich denke, ist noch nicht nötig. Mit Betonung auf noch. Hallo, mein Freund. Jetzt haut er ab. Wo ist die kleine Schlampe hin? Hier bin ich. Ja, fall um. So, okay. So weit, so gut. Wen hat's? Uch, du Scheiße. Komm die denn her? Meine Fresse. Meierlux. Hilfe, noch eins. Was wollt ihr denn hier? Und wo kommen die her? Verdammt. Ist ja nicht mehr feierlich. Steh mal auf hier. Mensch, die können nicht immer nur in der Gegend rumliegen. Alte Schmalzlocke. Hotel Harbo Master. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal waren. Aber es ist nicht unser Ziel. Deswegen werden wir weitergehen. Da entlang. Puh. Auf jeden Fall keine Meierlux. Na gut, so nah am Fluss kann das schon mal passieren. Was? Da oben. Nein, wir werden beschossen, Junge. Oh nein, wir werden nicht nur beschossen, wir werden vergiftet. Verflixt, was ist denn hier heute los? Voll die Schnetzelfolge. Oh nein, die hinter uns auch noch. Meine Fresse, was ist das hier? Ja, erledigt. Also für den. Vielleicht treffen wäre vielleicht mal ganz lustig, ja? Treffen! Treffen! Oh oh. Dann gucken wir mal, ob wir den hier noch schnell down kriegen. So, und dann Inventar. Raminfleisch, knusprige Eichhörnchen ein bisschen, das klingt doch lecker. Nom, 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 nom. Mutanten Hundekeulen. Red Kakerlakenfleisch ist aber noch nicht gemacht. Okay, Stechflüge auf Lilith. So, das reicht jetzt für mich. Sinkt gerade meine Radioaktivität? Warum sinkt die eigentlich? Ach so, in der Sonne, genau. In der Sonne sinkt ja die Radioaktivität. Ich brauche keine Red Away mehr. Ha, cool. Mir ist gerade nur so aufgefallen. So, wo schießt's? Wo ist jemand? Niemand auf dem Radar zu sehen, verdammt. Na gut,
Bewegung entdeckt. Seltsam. Was ist denn heute los? An jeder Ecke, egal wo du hingehst. Überall wird rumgeballert. Meine Fresse. Willst du mal einen Spaziergang machen? Nein. Spazieren ist schlecht für die Umwelt oder so. Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Muss ich mal einen Aufgang finden irgendwo? Silverschaut Radiosignal verloren. Ja, wusste doch das ja. Was ist mit euch davon? Ihr seid doch Gunner, ne? Schießt ihr auf mich? Ja, ihr schießt auf mich. Mann, die hält aber auch wieder was aus hier. Keine Granaten, okay. Oh, okay. Zurückziehen. F3. So, okay, soweit so gut. Soweit so gut. Da oben. Okay. Ich hatte eh nichts mehr. Ich muss mal hier so machen. Schießt da immer noch wer? Da. Oh. Die Munition ist alle verflixt. Ich hab alles leer geballert. Na gut, okay. Dann gehen wir mal auf den Donnerbalken. Der müsste ja Muni haben. Jetzt wieder ein bisschen. Wenn auch nicht viel. So, okay. Noch jemand? Noch jemand? Will mich noch jemand anpissen hier? Hä? Schrotpatronen, Stimpack nehmen wir gerne mit. Kampfrüstung, Harnisch brauchen wir nicht. Kronkorken. Brennstoff, oh. Flammenwerfer, sollte ich auch mal ausprobieren, wenn ich sowas finde. Bestimmt lustig. Deacon ist auch wieder da. Hast du dir auch andere Klamotten diesmal angezogen? Der rennt immer andersrum. Finde ich ganz lustig. So, Mass Bay Medical Center. Gehen wir mal rein. Meine Fresse. Was ein Weg bis hierher. Kann man nicht anders sagen. Das war ja... So. Okay, hier hinten macht jemand... Das ist ja cool. Tja. Das war's. Tut mir leid. Hey, was geht da, Davis? Lalalala. Kampfroboter der Aggressotron-Klasse an unbekannten Eindringlingen. Zeigen Sie sich unverzüglich. Du bist wirklich gründlich, weißt du das? Ja, also ich sag mal so, ich aktiviere mal den Protektron. Vielleicht hilft er ja uns gegen Aggressotrons und so. Hat im Commonwealth einen Ruf. Ja. Dieser Ruf hat möglicherweise dazu beigetragen, dass in letzter Zeit Gerüchte cool. ganz legale Tätigkeiten ihrerseits umgehen, aber damit nicht genug. Bobby ist mit einem Mal verschwunden. Angeblich fehlt Good Neighbor jede Spur von ihr. Derzeit ist unklar, ob sie das Ding, das sie angeblich geplant hat, auch tatsächlich durchgezogen hat. Oder ob sie einige Stimmen behaupten. Jo, Schütze und Diener, genau. Und was wolltest du? Hey! Sag mir, was du willst. Ich würde gerne mit dir reden, wenn du möchtest. Naja, klar. Worüber willst du denn reden? Ich bin es gewohnt, allein zu arbeiten, aber das mit dir gibt mir das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Es tut gut, wenn jemand auf einen aufpasst. Vor allem, weil man nie weiß, wann das Institut zusieht. Immer solo ist immer auch doof, genau. Unterstützung ist immer gut. Ganz genau. Manche im Hauptquartier sind neidisch, du. Hast geschlafen und jeder, den du kanntest, ist lange tot. Aber das hat auch was Gutes. Wenn ein Mensch in der Railroad einen Fehler begeht, sind Freunde und Familie in Gefahr. Dir kann das nicht passieren. Na, da doch schon, aber... Naja, hier. Soll das heißen, dass es gut ist, dass ich meinen Jungen verloren habe? Nein, nein, so habe ich das nicht gemeint. Wenn die Kirche kompromittiert wird und die Runner uns auf den Fersen sind, leiden wenigstens keine anderen drunter. Das ist alles. Mir ist das egal. Ich bin ein Sünd. Zumindest erzählt man mir das. Ich habe also eigentlich nichts zu verlieren. Für Glory, mich und die anderen ist es einfacher, wenn wir uns der Sache widmen. Ah, du bist ein Sünd. Ich hab's mir fast gedacht. Du bist ein Sünd? Warum hast du mir das noch nicht gesagt? Ich rede nicht gerne darüber. Ich war einer der ersten Sünds, bei denen der komplette Schädel-Reboot durchgeführt wurde.
Da wurde leider etwas gepfuscht. Die meisten Synths haben falsche Erinnerungen. Ein Zuhause, Familie. Ich hab nichts. Und das spielt einem so manchen Streich. Da wir gemeinsam unterwegs sind, möchte ich dir das geben. Mein Rückrufcode. Wenn du etwas über das Institut erfahren möchtest, lies ihn mir vor. Wenn ich dir glauben soll, brauche ich einen Beweis. Okay, erwischt. Dir kann man nichts vormachen. Nimm's nicht persönlich. Ich lüge jeden an. Vielleicht bin ich ein normaler Mensch, der seine Leute daheim beschützen will. Vielleicht aber auch nicht. Okay, aber naja. Ist das wirklich der Grund für deine Lüge? Ich soll dir beibringen, wie es in der Railroad läuft. Sagen wir, das war Lektion Nummer... Tja, keine Ahnung, bei welcher wir... Oh, scheiße. Du bist die... Verdammt, hat einen Kopf getroffen. Ja, man soll sich halt nicht unterhalten. Ich hatte gehofft, der Protektron hier drin räumt noch ein bisschen ab. Na gut, dann versuchen wir das im nächsten Mal nochmal und versuchen uns wahrscheinlich auch nochmal zu unterhalten. Wir sind schon eine Weile unterwegs. Würde gerne mal mit dir reden. Ja, das mit dem Reden machen wir später. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.